Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus in FIFA 16. Der Karrieremodus mit meiner Lieblingsmannschaft, der euch richtig gut gefällt und mir auch richtig Spaß macht. Wir sind am Start mit der Episode Nummer 6 und wenn es euch heute gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir spielen im kleinen Nordderby gegen Werder Bremen. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Partie. Ich denke mal, da sind wir uns alle drüber einig. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, vielleicht auch als Bremer, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben hier Scout-Berichte unter anderem zu Fraser Forster und so weiter und so fort. Eine Trainingsverletzung, die nicht so interessant ist. Und unser Jugendspieler 81 bis 94, das sieht richtig gut aus. Bei dem ist ja ein vielversprechender Spieler, den wir über den Katalog gekauft haben. Ich bin gespannt, was daraus wird. Wir beobachten Tim Krull, den Wettskandalspieler aus dem Newcastle United Karrieremodus. Denn wir brauchen ja eventuell noch einen neuen Torwart. Zwar macht sich Radlinger bisher ganz gut, aber gucken kann man ja trotzdem mal. Nadi ist auch nur ausgeliehen, von daher wissen wir noch nicht so wirklich Bescheid, was da passieren wird. Wir machen unsere Aufstellung. Unter anderem kommt Ivar Fossum oder wie auch immer ausgesprochen wird, ich weiß es nicht, einmal wieder in die Startelf rein, beziehungsweise in den Kader rein. Wir haben allgemein ein paar Umstellungen. Alain Saint-Maximin sitzt heute nur auf der Bank. Leroy Fer wird anscheinend auf der 10 spielen. Es ist schon ein bisschen älter aufgenommen, aber es wird auf jeden Fall bestimmt irgendwie funktionieren und ich bin sehr gespannt, ob das der Fall sein wird. Wir spielen im kleinen Nordderby, ihr wisst, gegen Bremen. Ja, das sind immer relativ spektakuläre Spiele mit schönen Toren, mit vielen Toren und genauso soll das heute natürlich auch werden, damit ihr ordentlich Spaß habt an dieser Episode. Es ist übrigens schwierig, weil ich die ganzen Nachwuchsspieler wie Behre, wie Diersen und so weiter und so fort, auch wenn sie kein Potenzial haben, ich möchte sie mal spielen lassen. Das muss ich irgendwie in nächster Zeit mal ein bisschen einstellen. Ich werde ab und zu nochmal einbringen, aber momentan wechsle ich ja wirklich jedes Spiel Behre beispielsweise ein und vernachlässige deswegen andere Spieler, was totaler Schwachsinn ist, weil der kein Potenzial hat und sich nicht entwickelt und auch nicht so gut spielt und ich ihn einfach nur mag. Muss ich ändern? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir spielen gegen Bremen. Bis gleich. Hannover 96 empfing in der HDI Arena den SV Werder Bremen zum kleinen Nordderby, der kleine HSV gegen den großen SVW. In den letzten Jahren waren das immer Partien, die sehr, sehr spannend waren und von großer Bedeutung für die beiden Fanlager. Die Fans von Hannover machten eine klasse Choreografie vor Anpfiff der Partie. Auf der anderen Seite gab es Pyrotechnik im Bremer Block, aber das auch vollkommen verständlich, denn momentan haben die beiden gleich viele Punkte nach 7 gespielten Spieltagen und das sollte sich heute natürlich ändern. Im Sicht, beziehungsweise aus der Sicht der Hannoveraner, wollte man den Heimsieg einfahren und aus Sicht der Bremer wollte man im Idealfall die 3 Punkte mit an die Weser nehmen. Claudio Pizarro, der Star bei den Bremern, saß nur auf der Bank. Anstatt dessen spielte Anthony Uja als alleinige Spitze vorne drin. Bei Hannover spielt auch eine alleinige Spitze und wer? Das wird eventuell einige überraschen. Wir schauen uns die Ausstellung gleich an, während wir hier sehen, dass das Ganze vor dem Spiel zumindest noch relativ freundschaftlich abging. Wir haben unter anderem natürlich Salif Sané auf dem Platz. Der war heute der Kapitän. Das momentan sein Amt, das er bekleiden darf nach dem Wechsel von Ron-Robert Zieler. Im Tor Samuel Radlinger davor, Schmiedebach, Hoffmann, Sané und Oliver Sorg als Linksverteidiger, Ivar Fossum und Leroy Fer auf der Doppel-6, Hiroshi Kiyotaka, Albert Rosnack und Uffe Bech bildeten das offensive Trio hinter Charlie Benchop. Ja, richtig, Jerry Mbakogu war nicht berücksichtigt, der Niederländer bekam mal wieder seine Chance, der Neuzugang von Düsseldorf hatte bisher ja wenig gespielt. Wiedwald, Gebreselassie zusammen mit Galvez, Luke Kimia, Santiago Garcia, Barkfrede, Slatko Junuzovic, Felix Groß, Finn Bartel, Özkan Yildirim und eben Anthony Uja in der Startelf. Das sieht sehr, sehr ausgeglichen auf. Auf beiden Seiten haben wir starke Einzelspieler, allerdings auch ein starkes Teamgefühl und das sollte sich in der Anfangsphase richtig, ja, offensichtlich zeigen. Wir springen in die erste Szene und die gab es auf Seiten des SV Werder Bremen. Das ist Felix Groß, Bruder von Toni Groß, Bruder vom Weltmeister, spielt den Ball auf Anthony Uja und der hat eine gute Idee aus 20 Metern, 1:0. 6 Minuten gespielt, der Führungstreffer für den SVW durch den Nigerianer und mit was für einem wunderschönen Tor. Radlinger chancenlos und genauso wie es auch schon Petersen gegen Bielefeld gemacht hatte, macht es hier Anthony Uja gegen Hannover 96. Klasse, den Hoffmann stehen gelassen, einfach abgezogen aus 20 Metern und dann ist der Ball drin. Wunderbare Aktion, Radlinger kann nichts machen. Hannover war geschockt, kam nach 20 Minuten aber wieder zurück und hatte selber gute Ideen. Das ist Uffe Bech mit der Flanke, nachdem er sich gegen Luke Kimmer durchgesetzt hat. Und das ist Charlie Benchop, 1:1. Was ist denn hier los? Das Festival der Traumtore in der HDI Arena. Wunderbarer Seitfallzieher von Charlie Benchop. Erst das richtig schöne Tor von Anthony Uja und dann ausgeglichen durch den Niederländer. Das war klasse gemacht von Bech, der Luke Kimmer einfach stehen lässt. Die Flanke mit viel Schnitt in den 16er und dann ist Benchop einen Schritt zu weit vorne und entscheidet sich für den Seitfallzieher. Wiedwald sieht dann nicht so besonders gut aus, aber das kann Benchop vollkommen egal sein, das Ding ist drin und es steht 1:1. Bremen versucht direkt zurückzukommen, Anthony Uja mit der Riesenchance, aber kann den Ball nicht im Tor von Radlinger unterbringen, verzieht er deutlich, da hat er definitiv mehr draus machen müssen. Danach kam Hannover wieder, knapp 35 Minuten durch, Kiyotaka mit einem Freistoßversuch, aber den zieht er direkt aufs Tor und das war nicht so gefährlich, Wiedwald muss da gar nicht erst eingreifen. Danach passierte nicht mehr so viel, für 39. Minute Eckball für den SVW, ausgeführt von Junuzovic, Radlinger ist aber da, kann den abfangen und es wird der Konter eingeleitet, das ist der Ball weit nach vorne.
vorne. Das ist Charlie Benchop gegen Galvez. Und wenn du keine Kreativität hast, dann machst du es einfach mal so kreativ. Ja, normalerweise kein Zauberfuß, aber das war an sich eine wunderbare Idee. Legt sie dir mal ein Stück zu weit vor. Und Wiedwald ist dann da. Letzte Aktion im ersten Durchgang. Nochmal Hannover in der Offensive. Das ist Ivar Fossum und der spielt den Ball auf Uffe Bech mit dem starken linken Fuß. Den muss er eigentlich machen. Den macht er aber nicht und dementsprechend bleibt es beim 1:1. Felix Wiedwald war dann noch entscheidend dazwischen gegangen. Unentschieden also im kleinen Nordderby in der HDI Arena. Es war eine sehr unterhaltsame Partie mit schönen Toren und vor allem vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten. Bisher erfolgreich die beiden einzigen Sturmspitzen, Anthony Uja, der Nigerianer, und Charlie Benchop, vom Schielertypen relativ gleich, vom Tortypen zumindest in der Disziplin Tor der Woche auf jeden Fall auch gleichwertig. Wir springen in die zweite Halbzeit, wir springen in die erste Szene der zweiten Halbzeit und die war auf Seiten von Werder Bremen. Erneut nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit, das ja relativ früh fiel, wollten sie hier wieder gut in die zweite Halbzeit reinstarten. Das ist Anthony Uja mit dem Versuch und am zweiten Pfosten mit ganz, ganz, ganz viel Sicherheit spricht er Marcelo den Ball ins Aus. Die anschließende Ecke, Junuzovic, der letzte Saison noch Standardspieler, letzte Saison läuft es noch nicht so richtig für den Österreicher und diese Flanke ist auch nicht so gefährlich, denn im Endeffekt ist Radlinger da. Bartels versucht nochmal Ablage, aber im Endeffekt das Kuddelmuddel dann geklärt von Salif Sané. Kiyotaki ging dann nach 65 Minuten genauso wie Albert Rosnack aus der Partie. Alain Saint-Maximin kam zusammen mit Jerry Mbakogo, das heißt, es wurde offensiver bei Hannover 96 als Doppelspitze, auch wenn Benchop eher die Halbspitze macht und dahinter spielte. Es passierte nicht viel, aber dann gab es die große Chance. Sané auf Benchop, der auf Mbakogo und der aus 25 Metern an den Pfosten. Es wäre das dritte Traumtor gewesen und es sollte nicht sein. Der Nigerianer verzieht. In den letzten Wochen gab es oft Lattenpech, auch gegen Dortmund. Und jetzt zweimal die Latte getroffen. Da hat es noch zum Sieg gereicht. Hier spielt Hannover 96 dank dem Pfostenschuss von Jerry Mbakogu nur 1:1 gegen Werder Bremen. Das kleine Nordderby endet unentschieden. Es war ein verdientes Unentschieden, sowohl für die Bremer als auch für die Hannoveraner. Die hatten viel für Spiel getan, in der Offensive geglänzt, mit guten Chancen, mit attraktivem Fußball. Aber im Endeffekt war auf beiden Seiten nicht so der Funke übergesprungen, dass man sagen könnte, dieses Team hat es mehr verdient als das andere. 1:1 also für den 5. und den 7. Die trennen sich und bleiben punktgleich. Ja, Freunde, also, das Tor von Benchop, ne? Muss man nicht drüber reden, das war ein absolutes Traumtor. Das Tor von Ujala muss man drüber reden. Also, dass Hoffmann sich das so einfach austänzeln lässt, naja, geht auf jeden Fall besser. Wie findet ihr es eigentlich, dass ich so einen kleinen Realitätsbezug dazu hergestellt habe, beziehungsweise einen kleinen Karrieremodusbezug zum Bielefeld-Karrieremodus? Ich weiß, natürlich sind wir in einer ganz anderen Zeit als der Bielefeld-Karrieremodus, ist logisch. Aber trotzdem fand ich die Idee ganz lustig, dass man einbringt, dass Petersen auch so ein Tor gegen mich geschossen hat. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Interessiert mich auf jeden Fall mal. Ist aber auch egal, denn jetzt spielen wir in der nächsten Partie weiter und wollen da dann 3 Punkte einfahren. Ich bin gespannt, wie das so funktionieren wird. In Realität war der Sieg gegen Bremen, das 1:0 durch Salif Sané's Kopfballtor, ja, der Auftakt, naja, zumindest zu etwas besserem Fußball, könnte man meinen, denn wir haben immer mal gewonnen, das war ja der erste Sieg der Saison, dementsprechend hoffe ich, dass das hier, das Unentschieden, nicht der Grundstein dafür ist, dass wir jetzt gar keine Punkte mehr holen, das wäre ein bisschen, naja, sehr bitter, aber wir werden sehen, was jetzt passieren wird. Haben noch natürlich ein paar Scout-Abschlussberichte, wie wir es immer so haben, unter anderem von Kollege Ofori, den kenne ich persönlich gar nicht, ist anscheinend bei Manchester United, ist anscheinend geglitscht oder so, auf jeden Fall sieht er gar nicht mal so schlecht aus, genauso wenig wie Wydra, genauso wenig wie Kanté von Leicester City, aber das sind alles nicht die Vereine, beziehungsweise die Spieler, die momentan interessieren. Denn momentan ist unser Kader viel zu voll. Wir müssen eher ausmisten als neue Spieler holen und trainieren, damit unsere Spieler besser werden und dementsprechend mehr Vereine an denen interessiert sind. Der neue Held von Hannover 96 heißt Ivar Fossum. Der ist momentan richtig, richtig gut drauf bei mir. Also finde ich zumindest, dass der einen richtig, richtig guten Job macht. Deswegen spielt er auch. Normalerweise müsste man da Leroy Fur spielen lassen. Fossum war nur als Ersatzspieler geholt worden, als Ergänzungsspieler. Eigentlich spielt er so gut, dass er logischerweise auch seinen Stammplatz behalten muss. Das ist genauso wie in Realität. Wenn ein Spieler, egal was für ein Rating er hat sozusagen, oder mag hat. Wenn der gut spielt, dann spielt er auch dauernd. Beispiel Karaman bei Hannover. Marcelo, der ist auf dem Absprung. Warum? Das ist die große Frage. Der fühlt sich nicht so wirklich wohl in Hannover angeblich. Es ist schwer, sich zu integrieren und so weiter und so fort. Natürlich braucht er Spielpraxis. Diese Spielpraxis soll er im Idealfall natürlich auch bekommen. Allerdings müssen wir uns eventuell mal darauf konzentrieren, dass wir eventuell ein Innenverteidigerproblem haben. Zwar haben wir noch Maya Yoshida. Wir haben auch noch Felipe. Aber Marcelo ist trotzdem so der sehr absolute Stammspieler drin und der konstanteste von all denen. Auch natürlich konstanter als Hoffmann, der ja gerade erst zurückgekommen ist. So, aber ja, deswegen ist das halt einfach so eine Sache. Ich will den eigentlich nicht gehen lassen. Und das wäre sehr, sehr bitter, wenn ich ihn gehen lassen müsste. Wir spielen in der nächsten Partie gegen den 1. FC Köln. Da haben wir auch 1:0 gewonnen in Realität durch das Handtor von Leon Handreasen. Das waren also zwei Siege für Hannover hintereinander. Das alleine schon verwirrend genug. 2x1:0. Gerade eben ist es 1:1 unentschieden ausgegangen. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, wie diese Partie jetzt ausgehen wird? Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, beziehungsweise werde es euch nicht verraten. Erst gleich. Jetzt spielen wir nämlich gegen den 1. FC Köln. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder.
MGT zu Gast im Rhein-Energie-Stadion, Hannover 96 zu Gast beim 1. FC Köln. Und es war eine besondere Partie für einen Spieler, und zwar für Leonardo Bittencourt. Er spielte gegen seine ehemaligen Kollegen im Sommer ein relativ ruhmloser und ehrenloser Abgang von den Roten hin zu den Geißböcken. Das Ganze konnotiert damit, dass er zu wenig Spielzeit bekam, wollte sich nicht durchbeißen, sondern entschied sich dafür, den einfacheren Weg zu nehmen und deswegen mittlerweile beim 1. FC Köln aktiv. Die haben einen Punkt weniger als die Hannoveraner, dementsprechend können sie mit einem Sieg an den Hauptstädten der niedersächsischen Provinz vorbeiziehen. Allerdings sollte das Ganze natürlich nicht einfach werden, denn Hannover bisher mit der besten Defensive der ersten Bundesliga. Leo Bittencourt wollte das Ganze ändern, wie gerade angesprochen, er gegen seine alten Kollegen natürlich besonders motiviert. Das Ganze wollten deine Kollegen natürlich auch nicht einfach machen, denn die waren gegen ihn natürlich genauso motiviert. Timo Horn im Tor, davor Olkowski, Dominik Heinz, der Neuzugang von Kaiserslautern, Frederik Sørensen, Jonas Hektorfer, 6 Kevin Vogt und Matze Lehmann, davor Risse und Leo Bittencourt in der Sturmspitze Anthony Modest. Das ist an sich ein Stürmer, der mit Hannover eine relativ gute Vergangenheit hat, denn letzte Saison ein klares Abseitstor gegen die Roten gemacht, hatte aber gezählt. Radlinger, Schmiedebach, Hoffmann, Marcello und Sorg in der Defensive bei Hannover, davor Salif Sané zusammen mit Ivar Fossum, der Neuzugang von Storm Quartett, hat sich mittlerweile festgespielt. Uffelbech zusammen mit Mike Steven Behre und Albert Rosenack in der Offensive und in der Sturmspitze spielte der Traumtorschütze der letzten Woche, und zwar Charlie Bench. Aber auf der anderen Seite Kapitän Matze Lehmann hatte vor der Partie gesagt, es würde eine schwierige Aufgabe werden, gegen Hannover überhaupt in der Offensive irgendwas zustande bekommen, aber man wolle sich auch nicht verstecken und wisse, dass man selber defensiv gut stehen könnte und darauf aufbauen solle. Das war zumindest ja die Marschroute, die der Kapitän vorgegeben hatte. Wir schauen uns an, wie das Ganze so lief. Es ging relativ gut los für den FC, und zwar mit der ersten Chance von Yuya Osako. Der hat gar nicht in der Startelf gestanden. Die Frage ist jetzt, warum spielt er überhaupt? Modest hatte sich bereits nach 6 Minuten verletzt, musste ausgewechselt werden. Haben wir nicht gezeigt, war aber auch nicht sonderlich sehenswert. Die erste Aktion von Hannover dann durch Ivar Fossum, wie gesagt, hat sich festgespielt nach 20 Minuten. Die Flanke aber abgefälscht und dementsprechend abgewehrt. Es ging noch nicht viel, die Kreativität ließ sich so ein bisschen vermissen bei Hannover. Anschließend der Ecker, Albert Rosenack bringt den rein, und da steht André Hoffmann, aber auch der kommt nicht so wirklich an den Ball ran und dementsprechend geklärt von Marcel Risse dann im Endeffekt mit einem Foul sogar vom Hannoveraner. Nächste Chance, Charlie Benchop kriegt den Ball nicht ganz aufs Tor, nochmal Uffelbech im 16er legt ihn raus auf Salif Sané, das ist nochmal Charlie Benchop, immer ein Torschuss aufs Tor von Timo Horn, aber der ja junge Nationalspieler muss diesen auch entschärfen und hat da keine großen Probleme. Dann Ball von Albonos auf Mike Steven Behre, und der hat eine richtig gute Idee, setzt sich klasse durch gegen Olkowski, der junge 96er, gerade erst wieder in der Startelf, Rosnack auf Benchop, und der hat gerade erst ein Fallrückzieher-Tor gemacht gegen Werder Bremen. Hier wäre es fast das zweite gewesen gegen den ersten FC Köln, aber Horn ist da und hält seine Mannschaft im Spiel. Es ging mit 0:0 in die Kabine von Köln, kam offensiv nach der Chance von Osako absolut überhaupt nicht nach vorne. Das war die einzige Chance, die die Kölner hatten. Alleine Mike Steven Behre hatte 2 Schüsse aufs Tor, und das ist ein junger Spieler, der kaum Spielpraxis bei den Roten hat. Ja, beziehungsweise mittlerweile mehr bekommt, aber trotzdem natürlich nicht der Maßstab sein sollte für den gesamten 1. FC Köln. Zweiter Durchgang, 50. Minute, das ist Uffelbech mit einem schönen Antritt gegen Leo Bittencourt, die Flanke in die Mitte, Fossum ist da, wunderbarer Reflex von Timo Horn, er hält seine Mannschaft weiter in dem Spiel, der Norweger, eigentlich kein Kopfballungeheuer, aber hier mit der Riesengelegenheit, es ging noch weiter, nochmal Rosenack im 16, nochmal die Flanke, aber diesmal abgewehrt und dann endgültig geklärt von der Kölner Hintermannschaft. Die stellten sich jetzt nur noch hinten rein, es ging nach vorne absolut gar nichts beim FC, wie bereits angesprochen, das ist Manuel Schmiedebach mit der Flanke in die Mitte und der Kopfball wieder übers Tor, diesmal von Salif Sané mit aufgerückt, der Sechser der Senegalese, hat hier die große Chance, nutzt sie aber nicht. 87. Minute, nochmal 96 vorne, Sorg mit dem eingewechselten Tim Diersen, und der geht alleine in den 16er Klasse gegen Sørensen, und dann der Abschluss ein bisschen zu schwach, wieder ist Timo Horn da. Es passierte auf Seiten von Köln nichts und dementsprechend endete auch die Partie mit 0:0. Es war eine sehr, sehr schwache Vorstellung der Kölner, die aber irgendwie es schafften, mit einem Punkt zumindest aus dem Rhein-Energie-Stadion zu verschwinden. Chancen hatten sie nach der 7. Minute durch Osako keine einzige mehr. Das ist ein Aushängeschild, das ist eine Baustelle, an der die Kölner auf jeden Fall arbeiten müssen. Bei Hannover ist die Frage, warum haben sie die Chancen nicht genutzt? So bleiben sie vor Köln, aber verlieren Anschluss zu Werder Bremen, die gewonnen haben. 0:0 zwischen Hannover und dem 1. FC Köln. Ja, das war jetzt alles andere als optimal, das kann ich definitiv zugeben. Wir hätten die Chancen nutzen müssen, beispielsweise durch Fossum. Ich weiß nicht, wie Horn den da rausgeholt hat. Das war mehr als beeindruckend. Genauso die Chance von Sané, die hätte man auch nutzen können, haben wir aber nicht gemacht. Und dementsprechend ja, ist dann der Punktverlust, beziehungsweise der doppelte Punktverlust. Und Bittencourt, der absolut nichts gezeigt hat, kann sich freuen, dass er einen Punkt gegen uns geholt hat. Wir spielen demnächst nochmal gegen den 1. FC Köln, das kann ich schon mal ankündigen. Und zwar im DFB-Pokal, das wird auch nochmal eine interessante Partie. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das wird ja nicht so langweilig, wie es diesmal war. Ich hoffe aber trotzdem natürlich, dass es euch gefallen hat. Das
Commentary eventuell Spaß gemacht hat. Und wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ihr wisst Bescheid, wie wichtig das ist und wie mich das unterstützt. Wir suchen mal noch ein paar andere, beziehungsweise ja, löschen mal ein paar Scout-Aufträge, unter anderem alles, was in der Offensive so zu tun hat, beziehungsweise mit der Offensive zu tun hat, und lassen sogar den Linksverteidiger-Auftrag dann im Endeffekt lösche ich auch noch, lasse ich außen vor, weil wir mit Prip, mit Sorg und mit Albon das auf jeden Fall genug haben. Wenn rechts Sorg, beziehungsweise Sakai und Schmiedebach spielen sollen, dann brauchen wir nicht noch einen dritten Linksverteidiger oder vierten Linksverteidiger, das ist dann so ausreichend. Wir trainieren unsere Mannschaft und gute Ergebnisse, Uwe Bech mit einem A, besser geht's noch nicht. Damit beende ich diese Episode. Bildschirm wird schon schwarz, könnt ihr mal sehen. Ich laufe wieder viel zu lange, obwohl ich das Ganze schnell beenden wollte. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Dann. Haut rein. Und ciao. Dann.